Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Advent. Wie versprochen, melde ich mich jetzt immer am Adventssonntag bei euch, um einfach für die, die nicht so flexibel sein können und vorbeikommen oder aus welchen Gründen, die es ja im Moment gerade gibt, gar nicht das Haus erst verlassen können, mich ein bisschen bei euch zu melden. Mit was melde ich mich? Wie letzte Woche schon, einfach mit Nähideen. Mit Nähideen für die Vorweihnachtszeit. Letzte Woche hatten wir ja Pauline und Paulinchen mit Weihnachtsstoffen. Also was, wo wir uns schön machen. Heute habe ich euch was Leichtes mitgebracht, was Kleines fürs Zuhause verschönern. Bringe ich euch mit meine Weihnachtswindlichter. Die habe ich letztes Jahr schon zu Weihnachten gehabt und habe auch letztes Jahr das Video dazu gedreht, was ihr natürlich bei mir auf YouTube findet. Es ist ganz einfach, ihr nehmt einfach alte Gläser in verschiedenen Größen. Ihr nehmt ein weißes Stückchen Baumwollstoff. Ihr könnt, und ich hebe auch mal das in die Kamera, jetzt hier einfach schöne Zierstiche draufsetzen. Das könnt ihr auch mit den kleineren machen, also Kinder, Enkelkinder, Nichten, Neffen, die jetzt so in der Vorweihnachtszeit ja auch immer ein bisschen was basteln und ein bisschen was schön machen wollen. Und das ist doch eine ganz gute Idee. Hier habe ich mit der Freemotion-Technik einen Hirsch drauf gemacht mit glitzernden Augen. Drin habe ich jeweils einfach Teelichtle. Und je mehr in unterschiedlichen Größen und unterschiedliche Designs, desto schöner. Ob auf der Fensterbank oder am schön gedeckten Tisch. Da findet ihr ganz bestimmt ein Plätzchen. Ist auch eine nette Geschenkidee. Ich glaube, jede Omi und jede Tante und auch Nachbarinnen, die man einfach beschenken will, freuen sich über so ein wunderschönes, kleines, aber von Herzen Teelichtchen. Ob das die Kinder waren oder ihr. Ich finde es einfach eine nette, kleine, auch Geschenkidee zu der Weihnachtszeit. Ihr könnt es als Stoffpaket bekommen, nicht nur im Online-Shop, sondern auch jetzt bei uns hier in Bühl in der Näharena. Wir haben das als Pakete gepackt, sodass die Leute, die sich nicht lange im Lade aufhalten wollen, einfach reinkommen können und sagen, ich will das Stoffpaket. Das beinhaltet die Spitze und den weißen Stoff und das ist so viel, dass ihr unterschiedlich große Wind- und Teelichter oder Windlichter machen könnt. Es ist dann auch der QR-Code drauf, wo er sofort mit aufs Video kommt. Ja, das war meine Idee zum zweiten Advent. Einfach liebevolle kleine Geschenkideen und ich finde, es machen macht schon viel Spaß und das Verschenken, finde ich, macht auch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch wie schon letzten Sonntag einen genauso schönen oder noch schöneren Adventssonntag. Es wird ja jetzt immer dichter auf Weihnachten zu. Und ich freue mich auf nächsten Advent, der dritte. Und ich melde mich ganz sicher bei euch. Bis dahin von Herzen alles Liebe. Bis dann, eure Schwarzwald-Tanni.